Ja, da sind wir wieder hier bei FIFA Ultimate Team. Wir haben ja am Sonntag die Einstellung verändert für unsere Teamtaktik. Und ja, wie gesagt, wir werden hier mal. Ja, was werden wir denn hier mal? Keine Ahnung, was mache ich denn? Einen guten RM brauche ich. Der am besten Brasilianer, Argentinier und irgendwie auch in der BBVA spielt. Ist. Also da irgendwie ein bisschen schwierig, da genau den richtigen Spieler zu finden, außer die Maria, keine Ahnung. Ach, wir machen einfach nochmal ein Spiel mit der Mannschaft. Ich will nur mal kurz gucken. Ich hatte ja letztes Mal schon erwähnt, dass Fitness so geht, so ist. Ach, machen wir einfach mal hier. Die Maria kriegt mal ein bisschen Fitness. Das lohnt sich ja sogar schon bei 76 Fitness. Da lohnt sich ja wirklich mal eine Fitnesskarte. Ohne Scheiß. Ach nee, 60 gibt die. Ach, ich dachte, die gibt nur 30. Ja, also bis dass ich 60 Fitness wirklich draufknallen kann, ey, da muss aber schon echt heavy sein. Dann bewegt sich mein Spieler ja gar nicht mehr. Nach 2 Minuten hat er wahrscheinlich schon gar keine Puste mehr. Ach, wir wollten noch nicht hier nicht gegen Freund oder so spielen. Nein, wir wollen online spielen in der Liga 1. Und da weiter Leute frisch machen. Das hat ja letztes Mal ganz gut geklappt. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, das Spiel. Hatte sehr viel Spaß. Mein Gegner anscheinend nicht. Um mit 90, 87, 80. Wo wir gerade dabei waren. Wieso habe ich denn 90 Sturm? Ach so, weil Messi und Aguero zusammengezogen werden. Mittelsturm zählt auch noch zu Sturm dabei. Also muss das, ey. So, ja, du spielst mit Arsenal und ich spiele einfach mit meinem Rest normalen schwarzen Trikot. Von wem war das denn? Weiß ich jetzt gar nicht, von welchem Verein denn mein schwarzes Trikot war. Wir haben ja auf jeden Fall eine italienische, bisschen BBVA-Mannschaft, irgendwie mit Xabi und Ramos und Di Maria. Warum auch immer. Es gibt eigentlich auch ziemlich gute italienische noch Verteidiger oder aber auch rechtes Mittelfeld und noch ein ZDM. Also da könnte man auch eigentlich getrost ein gutes. Oh, die Natale, du Drecksau, ey. Ein gutes. Das fängt ja schon geil an. Nein, mein Torwart wird komplett gefoult und der Neuer purzelt da über den Boden. Was soll das denn? Also, das hat ja schon top angefangen. So. Das war ja schon mega fail. Hat er mich ja direkt auf dem falschen Fuß erwischt. Das finde ich ja gar nicht lustig hier, was das hier jetzt sollte. Irgendwie spielen meine Spieler jetzt auch gerade ein bisschen Mist hier. So. Oh, jetzt ist mein Headset ausgegangen. Das ist schlecht. Kein Strom mehr. Aber ich kann jetzt auch gerade gar nicht hier an mein Kabel, an mein Stromkabel. Das heißt, wir spielen jetzt mal hier ohne Kommentator. Ah, sehr schön, Santana. Mach's das. Ach, schade. Die Maria kann das dann nicht mehr bringen. Ich wollte auch eigentlich nicht auf Defensiv stellen, sondern hier wirklich die Teamtaktik ändern. Oh, schade. Fick dich! Jawohl, gibt das da. Oh, dann schießt er auch noch ein Tor. Nein. Wie geil. Leckt mich fett. Jetzt macht er mich hier voll frisch, oder was? Ah. War dumme Fehler von mir. Und dann geht das einfach. Dann macht das einfach rein. Ja. Auf jeden Fall, Leute. Erstmal drüber springen, den anderen behindern und dann, ja, so muss das. So, aber ich war jetzt hier unten schon an meiner Taktik am gucken. So, wie individuell 1 und 2 gibt's. 1 war, glaube ich, Konter. 2 ist hoher Druck. Wir nehmen mal 2. Im Konter sind wir hier auf jeden Fall noch nicht. Dafür müsste sich erstmal die Situation ergeben. Und die hat sich jetzt hier noch überhaupt nicht ergeben. Alter, die Natale, du kannst mich mal, wie krass der ist! What the fuck?
What the fuck? Macht der einfach meine ganzen Verteidiger frisch, oder was? Mein Dante nimmt den so behindert an, dass der Di Natale den abnehmen kann. Geil. Also ein richtiges Rage-Spiel wird das jetzt hier von mir. Meine Spieler, nachdem ich sie im letzten Spiel so hoch gelobt habe, einfach mal ein bisschen scheiße spielen. Ah, schade. War jetzt nicht der optimale Kopfball, aber schon eine gute Aktion jetzt. Mal die erste gute Aktion hier im Spiel von mir. Alter, und dann... gut, dass ich den Kommentator gerade nicht höre und einfach mal ja, die Schmach über mich ergehen lassen kann. Ich glaube, mein Gegner ist einfach ein paar Klassen besser als ich. Und ich spiele auch noch scheiße gerade. Das ist immer gut. Das kann doch nicht sein, wie kacke die immer den Ball da annehmen und wie der das einfach hinkriegt, da mir immer den Ball abzunehmen. Lol. Das wird ja ein richtiges Schützenfest hier. Leute, Leute, habt das schon gesehen? Ich werde mal richtig fett gemoscht. Also ich stelle hier auch nicht nur Spiele hoch, die ich auf jeden Fall mega locker gewinne. Ich stelle auch Spiele hoch, wo ich mega locker auf die Fresse kriege. Ah, So, Özi, jetzt kannst du mal einmal zeigen, was denn deine Stärke ist. Gegen den Spieler laufen und hinfallen. Das ist super toll. Ist denn mein Alaba jetzt auch so langsam? Wollt ihr mich veräppeln? Mein Alaba muss es ja wohl schaffen, gegen so einen kack italienischen Spieler dagegen zu rennen. Oder habe ich hier irgendwas an meiner Steuerung verändert? Dass meine Spieler nicht mehr rennen und vielleicht kriege ich deshalb so auf die Fresse. Nein, ich spiele einfach nur Kacke. So, was machen wir jetzt hier raus? Hieraus machen wir, wir verlieren den Ball und meine Spieler haben keine Lust. Oh, dann mit der Taktik, dann muss ich echt jetzt noch ein bisschen üben. A, wo die sind und B... Alter, leck mir die Eier! Dann sweatet der auch noch. Du dummes Miststück, du dummes Miststück. Also wenn du nicht schon genug Tore hättest, dann sweatet der auch noch. Überhaupt nicht voll der Affe, ey. Aber er spielt gut und er macht mich damit platt. Shit, ey, das ist das, was zählt. Das Gesamtergebnis. Jawohl, immer schön rein. So, wir gehen jetzt mal hier ein bisschen offensiv und spielen auch auf Konter, ohne Scheiß. Wir müssen ja irgendwie mal... Irgendwas müssen wir hier reißen. So mega geil war der nicht geschossen. So, Aguero läuft. Der Torwart kommt jetzt auch raus. Ach, weil ich den Ball noch nicht hatte, konnte ich den noch nicht anlupfen. Und dann hat er mir den Spieler gewechselt. Ich kann sonst alle Tasten speichern, aber sowas? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Da habe ich ja keine Lust drauf. Ich bin FIFA. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nice! Was eine geile Flanke war das denn bitte? Ah, schade. Ach, schade. Hat der Torwart zu gut gehalten. Was macht denn mein Ribéry die ganze Zeit? Ach, ich habe Flügelwechsel noch eingestellt, ne? Warum auch immer ich das noch habe. Sollten wir auf jeden Fall schleunigst ändern. So. Teampressing. Wie geil der den er auch annimmt und dann versucht wegzuspielen. Ohne Scheiß. Also gerade ist echt der Wurm drin. Aber immerhin hat das mit dem individuellen Einstellen soweit geklappt. Und ich habe auch leider erst davor auf die Fresse gekriegt, bevor ich das umgestellt habe. Das heißt, es liegt... Das war nice. Es liegt nicht daran, dass ich hier irgendwas individuell eingestellt habe. Leider, leider. Dann könnte ich nämlich quasi sagen, woran es liegt. Nice, nice. Ribéry setzt sich da mal durch. Sehr schön. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er da
den Ball immer irgendwie mitkriegt, aber das hat er gemacht wie der Di Maria vorhin bei mir. Einfach allen Abwehrspielern immer den Ball wegnimmt. Ey. Die kleben ja förmlich am Ball. Und wieso ist denn immer noch der Flügelwechsel drin? Oh, vielleicht gar nicht schlecht, wenn hier mal die rechte Seite ein bisschen Unterstützung kriegt vom Ribéry. Ich kriege das einfach nicht hin. Ey. Was sind die denn alle so langsam? Oder ist einfach die italienische Mannschaft so krass schnell, dass mein Agüero überhaupt keine Schnitte hat, da hinterher zu rennen? Oder alle meine anderen Spieler irgendwie auch keine Schnitte haben, da vernünftig zu rennen. So, Schwein. Ah, schade. Ich dachte, er verkackt den Kopfball. Wäre natürlich schön gewesen, aber so steht es immer noch. Ich glaube, 4-1 oder... Ja, 4-1. Ah, das geht ja noch. Das können wir noch aufholen in einer Halbzeit. Uiuiuiuiui. Aber immerhin eine Passgenauigkeit von 78%. Das gefällt mir. 80% ist so... mein Ziel immer in den Spielen und das kann ich auf jeden Fall nicht immer einhalten. Dafür bin ich dann doch ein bisschen zu schlecht. Und meine Spieler machen auch manchmal echt komische Dinge, wo ich nicht verstehe. Wahrscheinlich von der Taktik her, dass hier wirklich so eingestellt ist. So, du musst jetzt da einen langen Ball machen. So, hier sicher in der Abwehr. Meine Abwehr bewegt sich auch kein Stück mit. Das finde ich auch gut. Gefährlicher Ball. Aber irgendwie wird's nix. Also Abwehr geht ganz gut. Die stehen echt gut hinten. Oh, Dani Alves geht mit. Aber immerhin, der geht mit. Aber der ist auch einer der Spieler, der ein bisschen am Arsch ist. Was? Der Schweinsteiger kann da nicht durchgreifen. Oh, das finde ich jetzt aber peinlich. Das ist jetzt aber schon fast peinlich. Mann, schön Ribéry, schön durchgesetzt hier. So, Özil. Jawohl, endlich mal dein Bein reingehalten und voll durchgebrettert. Leider ist er bald zu weit abgeprallt da. Schade, schade. So. Zu lange gewartet fürs Abspielen. Schön. Nicht so schön. Mann, zu einfach. Und ich wechsle den Spieler wie so ein bekloppter, behinderter Epileptiker, der die ganze Zeit auf L1 kloppt. Und greift da einen Tackle da nicht einfach mal. Mann! Weil ich da nicht zur richtigen Zeit den richtigen Spieler, keine Ahnung, vielleicht hatte ich im Kopf irgendwie so einen epileptischen. Ich muss jetzt den Spieler haben. Ah, nee, doch nicht. Den Spieler. Ah, ja, den Spieler. Oh, schöner Ball, der da reingeht. Warum denn in die Mitte? Habe ich nicht ganz verstanden. So. Oh, schön. Schön nach vorne in den Lauf gepasst, aber... Zu knapp. Ah, wäre auch nicht reingegangen, Mann. Schade. Ja, das war auch eine tricky Position. Da kann man auch nicht unbedingt ein Tor erwarten. Aber... Was war das denn für ein Pass, Agüero? Das war komisch. Das konnte der auch gar nicht vernünftig verarbeiten. Nice! Ah, Messi macht den Unterschied. Messi macht den Unterschied, ohne Scheiß, ey. Jawoll, ey. Und er rennt wie so ein Bekloppter einfach im Kreis immer, oder was? Ja, und jetzt freut er sich auch noch mit Özil. Das Bild will ich in Real Life mal sehen. Der Özil freut sich einmal mit Ronaldo, die ja immer beide sehr abgehen, weil die einfach... Der Özil macht immer den Top-Pass auf Ronaldo und Ronaldo macht dann einfach rein, weil er die Klasse dafür hat, einfach reinzumachen. So, was machen wir jetzt hier? Boom, machen wir jetzt! Fuck! Scheiße, da hätte ich drauf zimmern müssen. Mann, fuck! Mist. Oh, Santana läuft. Und lässt sich tunneln. Oh!
Ah! Nein, was geil! Hier geht's voll runter drüber, ey. FIFA Engine for the win. Alter, Pfosten und... Hatte? Okay, das war sehr optimistisch gepasst. Pfosten und Latte und dann noch volles Gemetzel da am Boden, ey. Mein Gott, ey. Da war wirklich viel Glück im Spiel, dass die Engine da diesmal auf deiner Seite, ja, auf deiner Seite, nein, auf meiner Seite stand. Und meinem Gegner da echt... Hey, der hat doch nicht so draufbolzen müssen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum er da so voll draufgebolzt hat. Ich habe auch nicht verstanden, dass der... Oh, war das knapp. Der da so einen behinderten Rückhackentrick macht. Nicht tun. Ja, Bretter mal wieder drauf. Ohne Scheiß. Wie krass das bei dem geht. Oh, jetzt geht's los. Mann, dann kriegt er den Ball nicht kontrolliert. Leck mir doch die Eier. Krass. Schön kombiniert. Vom Gegner. Das habe ich aber gesehen, dass du dahin willst. Ja, danke. Mach mal Messi noch eine kleine Vorlage. Das finde ich gut. LOL. Messi und Ribéry zaubern sich da einfach durch. Nein, was ein geiler Hammerpass von Messi. Hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass er ankommt und der Ribéry Weltklasse macht einen ohne Scheiß. Was ein geiles Tor, ey. Was ein geiles Tor. Endlich haben wir hier auch mal Höhepunkte im Spiel. Zumindest was die meine Seite angeht. Mein Gegner hat wahrscheinlich sich schon den Arsch abgefreut, da hier schon 5 Tore sowieso nach der ersten Halbzeit, ne, 4 Tore hat er nach der ersten Halbzeit gehabt. Aber dass er allein schon 5 Tore hat, das sagt ja schon viel. So muss das hier. Oh, der hat schon gelb. Oh, auf der anderen Seite ist alles frei. Oh, hab ich Glück gehabt. Miccoli! Aber Dina, ja, hat wirklich, haben alle 5 Tore der Dina Thale geschossen dort. Ach komm, ey! Scheiß Baguettefresser, ist viel zu klein, um da irgendwie was Kopfballmäßiges wegzumachen. Maike ist nie so geil. Sehr schön geklärt. Schade. Da kann er nicht. Nicht vernünftig den Ball einfach auf Aguero da nach vorne lupfen. Schade. Der wäre nämlich durch gewesen. Der wäre durch gewesen. Und das wäre ziemlich cool gewesen. Gewesen hätte, wäre, wenn. Wart aber nicht. Ach komm, ey, wie ich das hasse. Ich prall da ab. Überhaupt keine Chance. Kack die Wand. Kack an die Wand. Meine Wand ist weiß, lieber nicht. Was soll ich denn da machen? Wenn mein Spieler so behindert den Ball da wirklich annimmt. Na, ich sollte vielleicht meine offensiven Sachen dann ein bisschen safer machen. Oh, das ist gut. Oh, mieses Foul. Ohne Scheiß, das war ein mieses Foul, aber das war es dann auch schon mit dem Spiel. Verdammt. Messi natürlich wieder 1A, 9,1. Aber meine Abwehr hat er echt hart genug, ey. Was war denn da los? Verstehe ich. Also am Anfang war echt der Wurm drin. Vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen viel gelabert und mich ein bisschen viel auf diese Taktikeinstellung konzentriert. Keine Ahnung, was da los war. Ich schäme mich so. Aber mein Gegner hat auch gut gespielt, hatte auch gute Aktionen da mit seinen Italienern auf jeden Fall drin. Ja, und wir werden einfach mal hier gucken, dass wir dann mal ein paar Fitnessspiele machen, damit wir hier wieder formmäßig mal auf die Höhe kommen. Dann muss ich ja sogar mit den Deutschen spielen. Weil da ist, glaube ich, dann nur der Neuer, der Santana und Dingens drin. Also nicht so die wichtigen Spieler.
Ach, ja, und mein Pitch Deck habe ich verjuckelt, damit ich hier noch das Geld save, was ich da so in dem normalen EF hatte, also im First EF, weil der Second EF einfach mega Porno viel geiler ist. So, ja. Ja. Also, wir werden hier mal dann ein Fitnessspiel in der nächsten Folge sehen. Und ja, haut rein, Leute. Auch wenn ich voll auf die Fresse gekriegt habe, ein bisschen rumgeschrien habe. Naja, sowas gibt's auch bei FIFA, sowas gibt's auch. Mal gewinnt man, mal verlieren die anderen. Ja, bei mir leider ich auch mal. Ja, also, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und oh, das eine Tor von Ribéry und Messi war echt schick, schick, schick. Also, dass sie so kombinieren können, da sieht man die Weltklasse, da sieht man die Weltklasse. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.